Vadim Gabusow und Katrin Menzinger haben bei der Showtime-Weltmeisterschaft der Professionals bereits ihren 5. WM-Titel in Folge geholt. Der Kampf um Gold war diesmal aber eine knappe Angelegenheit. Es ist das Heimpublikum, das Gabusow und Menzinger diesmal zu Gold pusht. Nach einem Musical-Besuch entscheiden sich die beiden, die faszinierende Geschichte des österreichischen Kaiserpaares aufs Parkett zu zaubern. 6 Monate intensives Training haben sie hinter sich und präsentieren nun eine sehr schwierige und emotionale Sissi-Kür. Am Ende gewinnen sie nur 0,46 Punkte vor den vierfachen Weltmeistern im Kombinationstanz, den Dänen Björn Beach und Ashley Williamson. Sissi, it's not just a story, it's history. Der 5. WM-Titel ist für Vadim Gabusow und Katrin Menzinger ein sehr emotionaler. Der heutige Tag hat gehabt ein bisschen mehr Konkurrenz und ein bisschen ein stärkeres Turnier als vielleicht manche Turniere davor. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns so toll, dass wir das geschafft haben. Großer Erfolg für Österreich auch bei der Formationsweltmeisterschaft in den Lateintänzen. Das Team vom TSC Schwarz-Gold erreicht den ausgezeichneten 5. Platz. Der Sieg geht nach Russland.